Hallo, ihr Pissnelken. Nicht? Nee, okay. Nee, ich glaube, das streichen wir raus. So. Hallo, ihr Pissnelken. Okay, das kann ich von der Liste streichen. Von den Begrüßungen. Nein, ich sag wie immer natürlich. Hallo, Freunde, und herzlich willkommen hier bei eurem Krangus. Und einem weiteren Part. Harvest Moon. Friends of Mineral Town. Yay, Junge, den Satz hab ich schon sowas von. Intus, der Satz. Ich bin der Satz. Ich lebe den Satz. Ich liebe den Satz. Ja, ich glaube, da brauche ich gar nicht sowas anfangen. Ich glaube, ich brauche gar nicht probieren. Das mit den Hallo, mein lieben Freunde, und herzlich willkommen. Hat sich bei mir erstens verankert im Kopf total. Das ist bei mir. Nee, das mache ich schon automatisch, wenn ich das Play anfange. Und zweitens, der Spruch gefällt mir einfach. Es ist alles drin. Es ist da. Erstens mal weiß man. Ich gehe erstmal hier ein bisschen, ne? Anschaffen mit der Mine. Nebenbei. Damit ihr wisst, was wir machen. Ne, erstens ist der Spruch dabei. Geh weg. Erstens ist mal der Name des Let's Players dabei. Also weiß man schon ungefähr. Oder man weiß, mit wem man es zu tun hat, wo man ist. Das weiß sich natürlich dann auch in den anderen Parts fest. Sag ich es mal so. Und. Ja. Was ist noch enthalten? Der Spieletitel ist enthalten. Ich wünsche euch natürlich auch ein herzlich willkommen. Also es ist auch genug Freundlichkeit enthalten. Und ja, deswegen finde ich, das ist eigentlich alles drin, was man wissen sollte. Deswegen lasse ich das auch eigentlich zur Begrüßung. Weil ich dachte mir, als ich die Begrüßung... Es ist ja auch immer so eine Frage, ob man eine Begrüßung braucht in Let's Play. Ich persönlich denke da... Ja, ich für mich finde es schön, wenn ich meine Abonnenten in jedem Part... Wenn ich euch einfach mal kurz Tag sage, sozusagen, dass ich mal sage, hey Jungs, herzlich willkommen, neues Video von mir. Und finde es dann auch gut, wenn ich dann nicht irgendwo im Gebrabbel anfange. Kann aber jeder für Let's Player im Endeffekt für sich selber entscheiden. Ich finde es halt so gut und brauchen... Also es ist jetzt nicht, ich habe noch keinen Let's Player erlebt, den das zerstört hat, dass er keine Anrede hat oder irgendwie eine Begrüßung. Habe ich noch nicht erlebt. Ich glaube, das werde ich auch so schnell nicht erleben, dass das passiert. Ich finde es einfach für mich schöner. Und deswegen mache ich das auch so. Wenn es nicht passt, dem passt es nicht. Wie ich so schön sagen würde. So schön philosophisch. So, warte mal, das Zeug haben wir drinne. Bam, das Zeug habe ich... Ah, wunderbar. Anscheinend bringt es aber doch was, dass wir hier diesen ganzen Minenkram, dass wir das abernten, sage ich mal. Bringt anscheinend was. Und ja, solange es was bringt. Ich könnte jetzt natürlich, es könnten ja jetzt viele in den Kommentaren schreiben, ey, du hast doch wieder Geld, hol doch erstmal ein paar Samen, damit man wieder hier was auf der Farm machen kann. Das ist natürlich richtig, liebe Freunde. Ich habe wieder Geld, aber dieses Geld möchte ich natürlich erstmal für unsere Hühner ausgeben, beziehungsweise erstmal für das erste Huhn. Ich werde es so machen, dass wir uns erstmal ein erstes Huhn kaufen und warten, bis das ein Ei legt. Und dann schmeißt man das in den Brutkasten rein, dann haben wir zwei Hühner und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es eigentlich blöd. Warum soll ich mir zwei Hühner kaufen immer? Das ist doch sowas Dummes eigentlich, sowas Bescheuertes. Da kommt sonst nur RTL drauf. Von daher, ich glaube, ich brauche demnächst mal einen neuen Opfersender oder irgendwen Neues als Opfer. Opfer. Das neue Opfer auf Krangus LP. Wählt jetzt. Ja, wenn ich das sagen würde, würde ich wahrscheinlich gewählt werden. Aber da ich das nicht sage, lasse ich es. Ja, schön. Bleibt alles so, wie es ist. Wunderbar. Sag ich auch zu oft das Wort. Kann auf meine Liste der zu oft gesagten Wörter. Jetzt streichen wir den Boden noch ein bisschen mit der Bürste, genau. Weg mit dem Zeug. Langsam gewöhne ich mich an die Steuerung, glaube ich. Aber ich glaube ja auch so vieles. Ich glaube ja auch noch an den Weihnachtsmann. Von daher, schön. So, haben wir jetzt... Och Mensch. Ich wollte es gerade sagen. Eins werden wir wohl noch haben, mein Erz. Im Prinzip werde ich jetzt hier... Ihr merkt das von Episode zu Episode, wie ich es halt am Anfang angekündigt habe. Es ist in Harvest Moon normal so ein Spiel, dass man von Part zu Part dasselbe macht oder zwingend machen muss. Es gibt da mal in einigen Parts, je nachdem eine Veränderung, je nachdem wie man es gestaltet oder wie man gerade Bock hat. Aber ansonsten ist das hier fast immer das Gleiche, ne? Wir laufen hier rum. Ich
vergesse diesmal nicht, dass ich das Pferd bürsten muss. Mir ist es nämlich gerade wieder in den Kopf gekommen, dass wir uns um das Pferd mal, ach, nicht um die Pferdehütte, um das Pferd hier, das kleine, süße Pedo-Pferd mal kümmern müssen. So, wer es nicht weiß, für die Neuankömmliche, für die Neuankömmlinge auf meinem Kanal, erstmal guten Tag. Mein Name ist Krangist, 00 Krang, ach komm, nee, ey. Ey, das ist ja für mich scheiße. Unser Pferd heißt nämlich Kuh, falls ihr euch da wundert. Ich war natürlich wieder sehr einfallsreich, deswegen habe ich das Pferd einfach Kuh genannt. Und die Kuh nenne ich dann wahrscheinlich, die erste Kuh werde ich dann wahrscheinlich Pferd nennen. Einfach mal so aus Gag, das kann man ja machen. Ich meine, früher oder später stirbt das Viehzeug sowieso. Oh, nee. Natürlich immer auf Spiele bezogen, ne? Also ich sag jetzt nicht zu jedem Tier, ja, ach, Viehzeug. Viehzeug, ne? Das ist wieder sowas, Zeug. Bei uns in der Region sagt man nicht Zeug, nein, da sagt man Zeug. Könnt ihr ja mal so eine Sprachstunde machen. Ich glaube, ihr würdet mindestens die Hälfte nicht verstehen. Bei uns ist immer so ein, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, so ein beißender, so ein bellender Dialekt, sag ich mal. Ich spreche so, dass man mich versteht, weil ich verstehe nicht groß viel, aber ich versuche deutlich zu sprechen, sagen wir so. Es ist mittlerweile auch so, dass ich das nicht mehr krampfhaft. Früher war es vielleicht, weil ich mich in verschiedenen Sachen musste, mich anstrengen, deutlich zu sprechen. Da musste ich das krampfhaft. Aber heute, deutlich sprechen ist kein Problem. Aber deutlich sprechen ist normal. Man soll da immer deutlich sprechen. Aber als Ossi, hey. Warum sage ich Ossi und dann will ich dieses Bayerische reinbringen? Bin ich dumm oder so? Als Ossi spricht man als Ossi, Pyjamas. Aber das ist ja, ja, braucht keiner wissen, dass wir im letzten Jahr alle komisch sprechen, Junge. Was sprechen alle? Wie so ein paar Elfen. Zum Beispiel, ne? Das wären so ein paar. Nee, das ist wirklich. Viele Menschen hier wirken auch böser, eigentlich. Meiner Meinung nach werden ein bisschen böser. Obwohl das sind ganz nette Menschen. Aber die wirken aufgrund der Aussprache durch diesen Dialekt, den wir hier haben. Wirkt das manchmal so, oh, ich bring dich um, ich mock's dich ab, ich bring dich um. Tja, was ein Dialekt alles verändern kann. Auch wieder solche Sachen. Dialekt ist ja so solche, oh nee. Der bayerische Dialekt, wie ich den liebe. Ich könnte mich, wie sagt man hier in unserer Region, ich könnte mich behängen. Ich könnte mich behängen, wirklich, das ist bah. Bayerischer Dialekt. Allgemein, ich finde, Dialekte allgemein sind alle cool. Hessisch finde ich lustig, finde ich cool. Die in Leipzig oder in Sachsen, Sächsisch ist auch so ein geiler Dialekt. Kommt im Prinzip dem, was wir hier sprechen, ein bisschen nah. Wobei ich sagen muss, bei uns ist es noch schlimmer. Bei uns ist es noch schlimmer. Weil, bei uns heißt zum Beispiel, es wird natürlich nicht immer gebraucht, das ist klar. Aber aus Reflex sagt man dann mal solche Sachen. Zum Beispiel, im Mittelalter war es natürlich hier in der Region verbreitet, dass man dann so gesprochen hat. Das heißt zum Beispiel nicht rüber bei uns. Normalerweise im Mansfelder Dialekt, heißt es nicht rüber, sondern rüber. Rüber, komm mal rüber. Das sind alles solche Sachen. Ich finde es aber, das ist, nee. Wir haben, kann ich euch erzählen, wir haben eine Patenklasse oder sowas. Ja, Patenklasse nennt man das, glaube ich. Aus der Schweiz, wenn ich mich recht erinnere, war das. Und die kamen so das erste Mal bei uns. Wir natürlich, also mein Kumpel und ich, ich muss sagen, wir sprechen eigentlich verstärkt. Ach, guck hier, zack ist da. Wir sprechen öfters mal, wenn wir so miteinander sprechen. Ja, wir übertreiben das öfters mal mit diesem Dialekt. Die haben sich so weggeschmissen, glaube ich. Die Schweizer, die haben so gelacht eigentlich. Nee. Das ist, weil das ist so Hunde. Es ist wirklich, du kannst sagen, Hundedialekt. Aber es ist ein sympathischer, schöner Dialekt. Ich glaube, einer, der aus Bayern kommt, würde auch nicht sagen, nee. Bayern ist scheiße oder Bayern, der Dialekt ist scheiße, würde auch keiner sagen, ne? Von daher, ja.
Würde ich einen fragen hier, mantfällerisch, würde gar nicht wissen, was ich meine, weil die Region bei uns ist allgemein auch so klein. Mensch, da ist Harvest Moon gar nicht mal weit gegriffen, du. Bei uns damals alles, ach, willst du nicht mehr, ne? Okay, dann setz mal den jetzt gleich mal in die Quelle. Bei uns damals alles hier Bergwerk und so ein Kram in der Region. Tja, da kommt Harvest Moon schon ziemlich nah dran. Aber genug für den Dialekten, Alter. Die ganze erstmal, das lassen wir erstmal in der Ecke lehnen. Da springen wir erstmal weiter, da springen wir mal anders weiter, ja. So. Nee. Was habe ich denn noch für ein Thema? Pass auf. Ich habe doch so viele Themen, das ist das Problem immer beim Let's Play. Du brauchst Pläne. Die ganze Welt ist ein großer Plan. Doch was haben die Illuminaten mit diesem Plan zu tun? Dies und vieles mehr heute bei, wo eigentlich? Ja, bei Wer wird Millionär. Wer wird Millionär wird schon sein. Wenn nicht, Entschuldigung. So, du hast genug gebaden, Mensch, hier. Ist sowieso jetzt der Tag Schluss. Was man erwähnen muss, wer das Spiel vielleicht jetzt auf dem Gameboy hat. Ihr dürft nicht, wenn ihr jetzt irgendein wichtiges Event habt und ihr habt vor den Tag, habt ihr irgendwie gearbeitet, so wie ich jetzt, und dann geht ihr aber nicht in eine Quelle oder so, beziehungsweise esst nichts und seid nicht ausgeruht. Das ist ein Problem, weil ihr dann nämlich am nächsten Tag, wenn das Event ist, könntet ihr nämlich verschlafen. Oder wenn irgendwas Wichtiges ist, wenn man nämlich kaputt ist, schläft man länger, ist ja klar, ist ja logisch. Und daher, immer wenn wichtige Events sind, vorher besser irgendwie das so machen, dass man da nicht zu hart schuftet. Und ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Krangus.